Und das nächste Spiel, diesmal auch vom Samstag 15:30 Uhr. Es ist das Intec Arena oder wie heißt sie mittlerweile? glaube. Hamburg. Der HSV gegen FC Augsburg. die zuletzt doch recht starken Augsburger. Es müsste, was sind es denn? Sechster gegen 16? 16. Ja. Kann man großartig sagen. HSV im, was war das, letzten Spiel? Ein 1:0 beim VfB Stuttgart. Überraschender Sieg, wie man Überraschend, will. naja, gut. Ja, der VfB hat sich ja praktisch in dem Spiel eigentlich mehr oder weniger selbst geschlagen, ne? Also das Tor war meiner Meinung nach recht glücklich, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Und So. was war Augsburg, das letzte Spiel war gegen. Ja. Wen haben die nochmal gespielt? Augsburg hat 2:1 verloren, das war am Freitag und zwar gegen den 1. FC Nürnberg. Ja, das war aber auch ein Spiel, wo ich eher eigentlich die Augsburger vorne gesehen hätte. Zumal die ja davor recht souverän in Form gewesen wären, ne? Oder waren. Ja. Ja, ansonsten Hamburg sich zuletzt ja auch immer weiter Richtung ja, Europa League vorgearbeitet, Plätze gesichert. Ja, was kann man noch großartig dazu sagen? Ja, Der gibt es irgendwelche Trend beim Verletzten oder Gesperrten? HSV geht auf jeden Fall nach, oha, zeigt nach oben. Verletzt sind, ich glaube keine, gesperrt müssten auch keine sein. Ja, wie gesagt, nur Bocella, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht. Ich kann es Wir immer können ja nur mal eben so. gucken. Ich habe das gerade mal nachgeguckt. Also am nächsten, also dieses Spiel ist ja HSV Augsburg. So sagen wir mal, der HSV gewinnt jetzt. Für die Europa League-Ambition wäre das auf jeden Fall von Vorteil, denn am nächsten Spieltag treffen sie auf den FC Bayern. Und da muss man dann wahrscheinlich schon von der Niederlage ausgehen. Das heißt, es wäre für die Mannschaft natürlich jetzt erstmal wichtig, durch einen Sieg in diesem Spiel vielleicht dann so ein bisschen Puffer zwischen sich und die anderen Aspiranten auf die Europa League-Plätze zu legen. Und dann gibt es ja wirklich einige Mannschaften, die sich da noch Chancen ausrechnen. Sagen wir mal zum Ja. Beispiel, ja gut. Selbst Schalke und Frankfurt sind ja auch noch in dem Sinne auch noch Anwärter auf die Europa League Plätze. Das stimmt schon. Da kann auch noch in sowohl auch für den HSV vielleicht sogar noch in Sachen Champions League Quali vielleicht auch noch was gehen. Es sind, glaube ich, auch nur 2 Punkte auf den FC Schalke, ne? Von daher kann man sagen, von Platz 4 bis Platz Kann 11 kann da im Grunde jedes Team noch stark zumindest in eingreifen, den ja. Kampf um den Europa League Platz, vielleicht um den Champions League Platz, wird es wahrscheinlich nur so zwischen Ja, vier also Teams oder so gehen, aber das geht, wenn zwischen. dann über den vierten Platz. Ich glaube, dass Dortmund und Leverkusen Ja, aber bei Leverkusen weiß man es auch relativ. nicht, ne? Ja, Dortmund ist wahrscheinlich als Zweiter sicher, aber ob jetzt dann noch Leverkusen nach den letzten Leistungen. Na gut, die haben jetzt wieder gewonnen. Nee, die haben jetzt verloren, davor haben sie gewonnen gegen Stuttgart. Ja, das war halt jetzt das unglückliche, dieser unglückliche Elfmeter. Ich glaube, wir hatten an der Hand gekriegt. Ich glaube, der Ex-Mainzer sogar, Friedrich. Ja, aber ansonsten war es ja kein schwaches Spiel oder ähnliches, was man jetzt gesehen Ja, hat von. auf jeden Fall beim Hamburger SV, also niemand, den du wirst es verletzt, oder? Wer? Ist ja irgendwer jetzt verletzt oder sowas? Ich glaube nur Ilicevic und Lahm, aber die sind ja. Müssten schon länger eigentlich nicht dabei gewesen sein. Gesperrt dürfte keiner sein, soweit ich weiß. Und bei Augsburg, ja, wie gesagt, Pritchella, wenn man ihn so ausspricht, wenn nicht, tut's mir leid. Und Philipp, ich weiß es nicht, ich glaube Flip. Aber es sind jetzt keine Stammkräfte, die da jetzt fehlen würden. Ja. Ja gut, also was ist denn dein Tipp für das Spiel? Ich gebe dem HSV den Vorteil auch wegen zu Hause, auch wenn Augsburg meine Unterstützung eigentlich im Abstiegskampf hat, weil sie zuletzt doch gute Leistung gezeigt haben, sich wirklich gehängt haben. Aber ich denke, der HSV nutzt halt die Gunst der Stunde und trotzdem zu Hause 2:1 ab.
Ja, ich denke auch. Also normalerweise müsste der HSV das machen. Ich denke, es wird knapp, aber ich denke auch, dass der HSV mit 2 zu 1 triumphieren wird.